Schon öfter aus Bayern hierher gekommen. Meine Freundin wohnt hier, natürlich erstmal deswegen, aber auch wir sind dann auch immer hier auf Camp und Demos und so. Weil ich es wichtig finde und weil ich es schön finde und weil ich mir auch schon seit Jahren denke, eigentlich wundert es mich, dass nicht mehr Leute aufstehen und sagen, grundsätzliche Dinge laufen schief. Es ist ein bisschen erschreckend, dass es erst losgeht, wenn man so eine subtile Vorahnung hat, es könnte an den eigenen Geldbeutel, an das eigene Wohlbefinden gehen. Vielleicht haben wir so lange warten müssen und vielleicht geht es uns im Vergleich zu Spanien und manch anderen Ländern noch schlimmer Ausdruck, aber zu gut. Aber ich finde es gut, dass jetzt endlich mal Leute anfangen aufzustehen und zu sagen, nee, es ist nicht richtig, wie es läuft. Wir tragen eine Verantwortung dafür, nicht nur hier bei uns und in unserem Vorgarten, sondern eigentlich wirklich global. Und diese uralten Sprüche, global denken, lokal handeln, ja, lokal handeln bis hin zum Einkauf, wo ich mein Konto eröffne und sowas, das finde ich halt wichtig. Ich glaube, man kann die Welt verändern. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann nicht auf ein Schild schreiben, so, und das ist Occupy. Das ist nicht wie ein Alphabet, hier ist das A und hier ist das Z, der Anfang und das Ende. Das Occupy ist, jeder ist Occupy, der heute sagt, ich bin irgendwie nicht einverstanden oder ich möchte mich engagieren, ich möchte sensibilisieren, ich möchte was ändern. Occupy ist zum Glück irgendwie alles. Und ich hoffe, dass das die Stärke von Occupy ist und nicht die Schwäche. Hey, es ist doch traurig, wenn Leute immer warten, bis eine Organisation oder, darf man jetzt, das ist ein ganz schwieriges Wort, aber eine Führungsperson sagt, so hier geht's lang und das müsst ihr machen, damit sich was tut. Nee, wir sind doch, sollte man meinen, vernunftbegabte Menschen und jeder Mensch kann Sachen so ändern, dass sich das auch, glaube ich, wirklich global auswirkt. Oder wenn sich es nur lokal hier bei dir in deiner Gemeinde, in deiner Stadt, in deinem Dorf auswirkt, ja, dann mach was und dann bist du auch Occupy. Und deswegen, ich warte nicht darauf, dass sich jemand hinstellt und sagt, so, ich habe den Stein der Weisen gefunden. Ich habe ihn nicht gefunden, dass ihn jemand gefunden hat, glaube ich nicht. Aber zu wissen, im Groben, was ist gut und was ist falsch. Und wenn man dann das Gute mehr macht und das Falsche mehr lässt, dann glaube ich, haben wir viel gewonnen und dann haben auch Menschen in Ländern, die wir nicht kennen, glaube ich, viel gewonnen. Und deswegen finde ich auf jeden Fall gut.